Und natürlich hier schön Ressourcen farmen. Alter, wie viel Kohle das ist. Hätte ich die Holzkohleproduktion fast schon einstellen können. So, das Eisen, das können wir dann demnächst auch wieder einschmelzen, sobald unsere Öfen mal fertig sind. So, ich muss ja auch wieder raus, so. Ach nein. Lass mich. So, ich muss jetzt dann aber schnell da runter und die Kohle holen. Schnell ausleuchten. So, und schnell nach oben. So, und weg. So, jetzt können wir nochmal hier rüber gucken und... Alter, ist das ein Komplex hier? Das ist richtig geil. Oh. Und hier sollten wir vielleicht irgendwann mal Glas reintun. Ja, ich habe die Kohle gesehen und die werde ich jetzt hundertprozentig nicht holen. Oh, oh. Weil wir da hundertprozentig fallen wir da runter. So, hier kann man dann noch so ein bisschen das Ding hier ausheben. Kommt ja eh eine Wand rein. So, dann schauen wir mal nach oben. Machen noch fix ein bisschen organisatorisches Klimbims. Hast du das gesehen? Warte. Hier liegt ein Typ drin. Lustig. Das ist ein kleiner Sarg. So. Halt. Stein kommt mit. Pflastersteindal, Pflastersteindal. Erde nehmen wir mit, das Zeug nehmen wir mit. Steinspitzhacken müssten wir uns dann ein paar bauen. Holzkohle ist wieder gut. Achso. Füllen wir hier mal wieder auf. Und zwar mit Holzkohle, Pflasterstein, den nehmen wir raus. Holzkohle, du da raus und du da rein. So, dann würde ich sagen, diesen Stack, den verbauen wir noch eben. Ab nach unten. So, dann heißt das da so. Und hier so. Sehr schön, du kommst hier weg. Und dann kommt hier dieser Boden rein. Da machen wir hier dann noch Mist. So, so, so. So, dann sieht das alles so ein ganz klein wenig so Dungeon-like aus. Soll es auch für den Keller. Ist hoch. Ganz gut so. Wo wir die Fackeln denn machen, da kümmern wir uns später mal drum. Jetzt ist erstmal wichtig, Mist, dass wir hier so ein bisschen Struktur in das Ganze reinbekommen. Na, komm. So. Alles klar, ich bedanke mich jetzt erstmal wieder fürs Einschalten, wünsche euch aus Episode 2 eine schöne Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft im von Doomcraft, in der von Doomcraft Welt. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, zieht's euch rein, bis dahin, macht's gut, tschüssi! Hallihallo, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder zurück in Minecraft und ich muss als erstes, glaube ich, noch fix hier einmal den Schwierigkeitsgrad nach oben stellen, da ich ja mal wieder an unserem schönen Schloss weitergebaut habe. Da muss ich, glaube ich, jetzt am Wochenende auch mal wieder eine Aufnahme machen. So, mal gucken, was haben wir denn da? Da haben wir Steine, hier haben wir Steine und hier haben wir Holzkohle. Eisenerz hatten wir doch so viel. Oder auch nicht. Schmeißen wir die 13 einfach mal rein. Und wir waren genau hier dabei, unseren Kellergang zu machen. Da haue ich erst nochmal fixiert das hier weg. So. Und dann haben wir denn schon fertigen Stein, nur drei Bröckchen. Da würde ich sagen, schmeißen wir da doch glatt mal ein wenig Kobbel nach. So. 33 ist jetzt auch nicht so die Hardcore-Ausbeute, aber eben besser wie nichts, würde ich mal sagen. So, dann machen wir hier einmal so. Dann müssen wir hier noch dicht machen. Huch, hallo, da. So, da kommt auch noch einer rein. Und hier oben, so. Jetzt müssen wir hier oben dann natürlich... Oh, es wird Nacht.
Das heißt, wir legen uns jetzt einmal schnell pennen. So. Jetzt müssen wir hier natürlich überall einmal eine Schicht mit abnehmen, dass wir da dann die nächsten Steine hinklatschen können. So, wenn wir dann den Kellergang haben, können wir uns ja mal darum kümmern, dass wir unten den Hauptraum ein wenig ausheben. Ich meine, angefangen hatten wir schon mal. So, nee, das ist falscher Stein. Der muss auch noch weg. Weg und weg. So, den Typen haben sie anscheinend immer noch nicht gefunden im Sand. So, mal alles schön brav einsammeln. So, und dann hauen wir da die letzten paar Steine, die wir jetzt noch haben, die hauen wir jetzt einfach mal hier so lang. So, ich spare mir dann hier so die Mühe und mache da oben Treppen hin oder so. Das machen wir ganz einfach hier so ganz einfach machen wir das. So, und dann haben wir gesagt, machen wir hier links und rechts, machen wir da ein paar Abgänge. Ach so, ich erinnere mich, wir brauchen ja auch noch Sand. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Sand schaufeln. Eine Wüste. Haben wir eine Wüste in der Nähe? Oh, Weizen. Mal gucken, was der Weizen so macht. Hühnchen, ich sehe dich. Ja, der Weizen. Nein. Haben wir. Ach Mist, ich muss nochmal fix zurück und muss die Steinhake holen. Hui. So. So, komm mal her da. Wir brauchen dich. Einsatz Steinhake. So, das da schaut fertig aus. Und das schaut fertig aus. So wie das da. So, haben wir viermal Seeds. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, du Hühnchen, ich weiß genau, was du vorhast. Stirb! So, da hinten hätten wir noch ein paar Kühe. Lassen wir sie mal Kühe sein. So, wir fangen jetzt an. Mal gucken. Die Wand müsste ja in der Theorie, müsste die eigentlich hier noch so ein bisschen mit raus. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht gleich wieder irgendwo Sand drunter kommt. So, weil dann kommt hier dann so eine Wand. Hier könnten wir noch ein paar nach hinten gehen. So, den Boden müssen wir mal überlegen, wie wir den am besten machen. So, zwei gehen wir noch nach hinten und dann soll das mal reichen von der Größe her. Weil dann machen wir hier halt alles, was Erde und Sand betrifft. Also zählt auch Glas mit dazu, Sandstein. Oder machen wir hier, nee, machen wir das hier ein bisschen größer und machen daraus die Steinabteilung quasi für Cobblestone, für Steinziegel und Ziegelstein. Erze, würde ich sagen, machen wir eine separate kleine Abteilung, weil da hauen wir dann auch noch Dings mit rein. Die wertvollen Sachen wie Diamanten und solche Späße. Jetzt müssen wir aber dann erst nochmal eins nach unten. So, da unten gleich wieder eine Fackel hingeschmissen. Ach, da ist schon eine. Dann schmeißen wir die mal daher, damit uns hier unten nichts spawnt. So, haben wir denn eigentlich schon Birken? Bin ich gerade am Überlegen, weil dann könnten wir hier unten einfach ganz originelles Birkenholz als Boden machen. Und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir in der Nähe irgendwo einen Dschungel. Da können wir uns ein paar Dschungelhölzer organisieren. Huch. Und dann machen wir die Decke aus Dschungelholz. So, ich hebe jetzt einfach mal hier so ganz im Groben ab. Ich weiß noch nicht genau, wie groß es wird. Oder hatten wir das hier mit denen hier schon abgemessen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Und ja, wie im letzten Let's Play machen wir dann auch wieder so schöne Regale hin. Beziehungsweise können wir es vielleicht ein bisschen anders aufziehen, das weiß ich. Huch, haben wir denn noch? Das ist Eisen. Stein haben wir nicht mehr. Da mache ich uns fix schnell ein paar Steinspitzhacken. Lalalala. So, das Eisen ist fertig. Haben wir denn Kohle? Kohle? Hier haben wir noch normale Kohle. Holzkohle haben wir keine, ne? Nee. Ach, dann sollte man die Kohle vielleicht auch mitnehmen. So, Holzkohle raus, normale Kohle rein, du raus und du rein.
Hier haben wir Holzkohle. Und was ist hier? Da ist auch Holzkohle. Gut, dann schmeißen wir die danach. Zack und zack. Und hier ebenso. Zack und zack. So. Dann haben wir jetzt erstmal Eisen. Den Kies hauen wir rein. Normalen Stein. Die Pflasters hauen wir rein. Halt. Ich drops. Mitkommen. Ihr werdet nicht da, sondern hier da. Eine wird hervorragend reichen, wird die. Wo ist er? Da ist er. So, machen wir uns mal drei Stück. So, das Weizen, das legen wir hier erstmal ab. Das Hühnchen legen wir auch hier ab. Der Stein kommt rein. Die Stöckchen kommen da rüber. Wir haben noch ein paar Pilzsuppen dabei. Feder rein. So. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier ein Stack von den Steinen. Kleiden hier mal ein bisschen das Zeug weiter aus. So, dann muss. Mal schnell ein Behelfsblock. Nein, da sollst du nicht hin. Komm runter. Muss ich mich jetzt. Hier zieht's. Muss ich mich jetzt für den Stein da nach oben bauen. So, komm her. Gut so. Jetzt. So. Hier können wir wieder diesen hier machen. Gut. Dann verkleiden wir hier mal fix ein wenig. Sondern würde ich sagen, machen wir den ersten Eingang, machen wir hier, machen wir schön Doppeltüren, dann kommst du hier so rein. Tada! Dann hast du hier so dein Lager. Jo. So, buddeln wir uns mal weiter in die Richtung. Okay, es könnte etwas komplizierter werden. Ich habe Schritte gehört. Hallo? Es ist recht ruhig hier, ne? Ach, eine Fledermaus und ein Skelett. Alles klar. Wollte nur mal checken, ob ihr noch da seid, Jungs. Ihr könnt weitermachen. So. Des Weiteren, na, die Wand, die wird ja sowieso nicht so bleiben. Da kommt ja noch eine Zwischenwand mit hin. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine minimal kleine Expedition, um mal zu gucken, was wir denn hier so in der Gegend haben. Das kann alles mal schön weiterbrutzeln. Wir haben eigentlich alles am Start, was wir so brauchen. Wir haben zwei Äxte, zwei Schaufeln, jede Menge Spitzhacken. Die lassen wir natürlich hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir los. Ja, in welcher Richtung könnte man Dschungel als erstes vermuten? Gehen wir einfach mal da lang. So, da denke ich mal weniger. Wenn dann, ja. Wir gehen, hatten wir von oben einen gesehen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir müssen einmal fix auf den Berg hinauf. Hatten wir uns doch schon mal so einen kleinen Weg hochgebuddelt, oder? Täusche ich mich da jetzt? Geht das? Jo. So, ich hoffe, dass man von der Spitze aus irgendwas sieht. Eine Wüste, einen Dschungel oder sowas. Dass wir jetzt schon mal ein paar Ressourcen haben, die wir jetzt dann benötigen. Hinauf, hinauf, hinauf. Es stand da Sonne, die ist am Untergehen, verdammt. Tja, es wird dann wohl eine recht durchkämpfte Nacht werden, obwohl schlafen wir dann erst nochmal eine Runde drüber. Da hinten sind normale Bäume. Hallo Schafis! Die richtig coolen Berge. Da hinten sind auch normale Bäume. Schau mal. Komm, bau dich mal ein bisschen auf da hinten. Ich sollte mir echt wieder hier Dings. Moment, Pilzsuppe. Sollte mir echt mal wieder Dings draufhauen hier, Optifine. Und dann die Sicht mal enorm erhöhen. Ja, meh. Schauen wir noch in diese Richtung und dann wird es eigentlich Zeit zum Pennen. Und zur Not gehen wir einfach mal in eine der Richtungen, wo wir noch nicht so ausmachen konnten. Wie zum Beispiel nach da hinten. Alter, das mit dem Wasserfall sieht auch hammergeil aus. Ohne Witz jetzt. So, hier haben wir Sumpf, jede Menge Sumpf. Und da hinten sind normale Bäume. Da ist, keine Ahnung, schaut auch lustig aus. Tja, da hinten baut sich ein wenig auf. Ich würde sagen, wir gehen da einfach mal straight away da lang.
Ah, ich dachte schon. Ein Hühnchen.